Was ist los? Was ist mit dir, Anni? Das Urteil war falsch. Ich weiß jetzt Bescheid, Papa. Anni, wir haben gewonnen. Der Prozess ist vorbei. Der Richter hat die Klage zurückgewiesen. Ich weiß alles, Papa. Anni, wir haben gewonnen. Der Prozess ist vorbei, wir haben gewonnen. Merten sagt, jetzt könnten wir sogar die verklagen. Du bist es gewesen, Papa. Du hast sie alle umgebracht. Ich habe die Fotos gesehen. Du warst es, Papa. Was für Fotos? Du hast den Jungen vor den Augen seines Vaters ermordet. Du hast diese Frauen vergewaltigt und hast ihre Leichen in die Donau geworfen. Ich habe mir diese Stelle angesehen, Papa. Dieser Mann. Sein Sohn war gerade 7 Jahre alt, Papa. Er war gerade erst 7 Jahre alt. Er war 7 Jahre alt. Du hast ihm in den Kopf geschossen. Du hast ihnen allen in den Kopf geschossen. Du bist die Bestie. Du hast dem Jungen in den Kopf geschossen, als er über seiner toten Mutter weinte. Du bist auf allen Fotos. Oh Gott, was sollen wir bloß tun? Anni, sag mir, was sind das für Fotos? Die, mit denen Nikolai dich erpresst hat. Nein, Nikolai war ein Freund. Ich habe die Narbe gesehen. Aus dem Flüchtlingslager. Ich habe die Narbe gesehen, Papa. Die Narbe. Die Narbe auf seiner linken Gesichtshälfte, so wie es alle ausgesagt haben. Ich habe seine Schwester besucht. Wie konntest du bloß sowas tun, Papa? Warum hast du uns das angetan? Warum hast du das Mickey angetan? Wieso, Papa? Wieso, wieso? Antworte mir! Antworte mir bitte. Papa! Ich liebe dich doch. Ich liebe dich auch. Anni, sag mir, was vorgefallen ist. Was haben diese Kommunisten mit dir gemacht? Anni! Ich will dich nie mehr wiedersehen. Und ich will nicht, dass Mickey dich jemals wieder sieht. Das kannst du nicht machen. Du bist tot, du existierst nicht mehr. Das kannst du nicht tun. Papa, du weißt nicht, wie sehr ich dich vermissen werde. Anni, er ist mein Sohn. Mein Fleisch und Blut. Du hast keinen Enkelsohn mehr. Hast du das verstanden? Ach, du willst Mickey diesen Schmutz erzählen? Diesen Schmutz? Ja, du willst ihn vergiften, so wie sie dich vergiftet haben. Anni, du bist wie eine Fremde, wenn du sowas sagst. Sag ihm, was du willst. Mickey wird dir nicht glauben. Niemand wird dir derartiges glauben. Sie werden sagen, du bist verrückt. Wieso kannst du nicht versuchen, die Wahrheit zu sagen? Die Wahrheit? Ich habe Freunde. Hier und drüben. Und glaube mir, von denen wirst du die Wahrheit erfahren. Ich bin nicht diese Bestie.